Highspeed Train Einführung. Willkommen. Wir werden diesen Zug in kürzester Zeit starten und uns in Bewegung setzen. Legen wir los. Ja. Steigen Sie zuerst an Bord des führenden Triebkopfes. Ich begrüße euch ganz herzlich hier zu diesem Tutorial mit der Class 43 der HST, der mitgeliefert wird mit der heute erschienenen Strecke Midland Mainline von Skyhook Games. Und wir gucken uns mal hier das Tutorial an, schauen mal, wie wir den Zug hier aufrüsten, den HST, legendärer Zug auf britischen Schienen, und steigen einfach mal ein. So, einmal hier rein, gucken uns mal einmal das Modell von außen an. Sieht schon sehr schön aus. Load 08 tons evenly distributed. Aha, interessant. Und hier sind die entsprechenden Wagen. Das ist not a passenger door. Finde ich witzig, dass das hier extra mit dazu steht. Wir können einmal hier einsteigen. Einmal ganz kurz den Zug von innen auch angucken. Boah, sind das hohe Türen, ne? Unglaublich. Aber gut, das ist ja auch kein Bahnsteig hier. Ja. Das finde ich cool, dass das Fenster hier aufgeht. Können wir uns auch... Na, ich dachte, vielleicht können wir da auch rausgucken. Hallo? Ach so. Ah, okay. Die Tür geht automatisch auf. Hier haben wir noch so eine Streckenkarte. Und so sieht der Zug im Inneren aus. Also ganz schick eigentlich. Können uns auch hinsetzen. Den können wir, glaube ich, im Tutorial nicht machen. Okay. Ah, hier kommen wir nicht durch. Genau, das ist der Zug von innen. So sieht er hier aus. Zweite Klasse hier vorne. Und auf der anderen Seite des Zuges ist die erste Klasse. Tür. Ah, wie cool. Geht das hier auch? Ne, geht aber auf der anderen Seite. Das ist ja mal cool. Okay, aber genug dessen. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein und gehen einmal das Tutorial hier durch. Haben wir hier von der anderen Seite geguckt. Auch ein schöner Screenshot gemacht. Mit den Bergen. So, und ab geht's. Dann steigen wir einmal auf. Schließen die Türen und setzen uns hier hin. Stecken Sie den Hauptschlüssel ein und stellen Sie den Richtungsschlüssel auf neutral. So, einmal den Hauptschlüssel freigeschaltet. Und den Richtungsschalter, den Fahrtrichtungswender auf... Na? Rückwärts? Da, neutral. Drücken Sie die Motorstarttaste und warten Sie einen Moment, bis er startet. Okay, das hier ist der Motorstart. Engine Start. So. Gucken wir mal, dass er startet. Ziehen Sie nun die Zugbremse in die Ausgangslage und wenn Ihre Parkbremse angezogen ist, lösen Sie sie. Okay. Ausgangslage heißt halten? Na, heißt glaube ich lösen, ne? Schalten Sie die Handbremse aus. Wo ist die Handbremse? Da. Off. Parking Brake off. Bewegen wir uns und gehen umher, um die Sitzung fortzusetzen. Ah. Das ist cool, dass das funktioniert hier. Der LED-Test. Das ist cool. Das mag ich. Fahrtrichtungswende auf Vorwärtsstellung. So, Makro benutzen. Mhm. So, Bremse komplett lösen. SMR ist nicht bedienbar, wie in dem Dieseltriebzug. Und ich würde sagen, wir schalten noch die Instrumentenbeleuchtung an. So. Können uns auch noch AWS anmachen. Brauchen wir zwar jetzt nicht hier, weil das eh nicht verbaut ist auf dem Testgelände, aber ja. Jawohl. Unsere ersten Meter hier. Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
braucht aber ordentlich zum Leistung aufschalten. So 40 km/h sind erreicht. Mehr dürfen wir nicht fahren. Hier sehen wir den Drehzahlmesser. Nee, Quatsch, gar nicht. Das, den Ampere Messer. Hier, das hier ist unsere... Das hier ist unsere, unser Geschwindigkeitsmesser, unser Tacho. Das hier sind die Bremsdisplays bzw. die Bremsanzeigen. So. Achso, wir dürfen gar nicht schneller fahren. Noch nicht. So, was haben wir hier noch? Ventilatorgeschwindigkeit. Klimakontrolle. Lässt sich auch einstellen. Sowas mag ich ja, solche kleineren Spielereien. Hier AWS lässt sich dort resetten. DRA kann man dort anmachen. Fahrdienstleiter können wir da anrufen. So, ich würde sagen, wir gehen einmal ordentlich hier hoch mit der Geschwindigkeit. So, was können wir noch bedienen? Hier sind die Scheibenwischer, können wir uns auch mal anhören. Uiuiui, ist das langsam. Waschanlage. Machen wir die wieder aus. Dann haben wir die Pultbeleuchtung. Können wir anmachen. Natürlich ist es jetzt gerade sehr hell. Wir können es gleich einfach mal ein bisschen dunkler machen. Dann Windschutzscheiben entfrosten an. AWS-Isolierung ist... So, hier machen wir die Spitze. Betätigen Sie die Bremsen, während wir uns dem nächsten Ziel nähern. Bahnhof 1. So. Ja, legendärer Zug hier, ne? Auf britischen Schienen. Absolut bekannt. Und da halten wir dann jetzt mal. So, nachdem wir dort gehalten haben, machen wir es gleich einfach mal mit der Godmode dunkel. Dann können wir uns das Ganze auch angucken, wie der Führerstand im Dunkeln aussieht. So, ah, die Bremsen scheinen sehr gut anzuziehen. Wir rollen mal weiter, bis wir da ganz vorne sind, oder? Sind wir schon? Nee. Noch sind wir nicht mit dem ganzen Zug am Bahnsteig. So. Noch 70 Meter, dann halten wir an. Ah, immer wenn ich das sehe, denke ich mir, also so eine alpine Kulisse jetzt im TSW zu haben, ist ja schon nicht schlecht, ne? Also man kann es ja anscheinend ganz hübsch umsetzen. Anders als es bei der Arosa-Bahn zum Beispiel der Fall ist, wo das leider sehr schlecht umgesetzt wurde. Aber gut, die Strecke ist ja auch mittlerweile doch etwas älter. Vielleicht würde eine alpine Strecke heutzutage schöner aussehen. So. Aktivieren Sie das Driver's Reminder Appliance. DRI. So. Durch Drücken dieser Taste können die Fahrgasttüren geöffnet werden. Sehr gut. Haben wir dann jetzt gemacht. Interessant, dass der Motor praktisch gestoppt wurde. This door is currently maintained and available. Können wir aber nicht aufmachen. So, machen wir die Türen zu. Wir können uns das mal von außen ansehen und anhören. Wenn wir die Türen zumachen. Aha. Habt ihr das auch gerade gesehen mit den Fenstern? Dass die Fenster automatisch hochgegangen sind? Interessant. So, dann DRI wieder aktivieren. Oh, es fängt an zu regnen. Moment. Hier, Scheibenwischer an. Können wir die nicht auf noch ein bisschen schneller einstellen? Nee, anscheinend nicht. So, dann Führerbremsventil lösen.
Warten wir, bis die Bremse komplett ausgelöst hat. Was jetzt der Fall ist. Okay, geht nicht. Müssen wir den Motor wieder starten? Engine stopped. Tatsache. Motor stopp, Motor start. Moment mal. Hauptschlüssel, so, Vorwärtsstellung, so. Müssen wir hier vielleicht drauf drücken? Local engine stopped. Tier A. Zack. Zugversorgung ist an. Parkbremse ist aus. Ah, doch, der bewegt sich. Vielleicht muss ich einfach nur länger warten. Ja. So, jetzt habe ich aber gar keine Lust auf Regen. Machen wir den Niederschlag wieder weg. Ich hätte stattdessen gerne lieber tatsächlich, dass das Ganze etwas dunkler ist. Damit wir uns mal den Führerstand hier im Dunkeln angucken können. Dafür stellen wir einmal die Uhrzeit um. Gehen wir mal auf 18 Uhr. Ich weiß, das Szenario machen wir jetzt damit kaputt, aber ist ja auch egal. Na, gehen wir mal auf 19 Uhr. Immer noch zu hell. 20 Uhr. Jawohl, das ist die Beleuchtung, die ich jetzt haben wollte. Also das kann der TSV echt gut, ne? Sonnenaufgang, Aufgänge und Untergänge. So. Ja, einer der ersten Züge, die wir eigentlich im TSV hatten. Ich glaube, der erste Passagierzug im Grunde genommen. Und jetzt ist er praktisch in überarbeiteter Version nochmal rausgekommen. Also wer Great Western Express besitzt, der kann schon mit dem HST rumfahren. Hier kommt jetzt aber eine komplett überarbeitete Version. Oh ja, mit den Bergen im Hintergrund. Das ist doch was. So, hier im Tunnel. Ja, also Führerstandsbeleuchtung finde ich sehr schön. Taste L, können wir auch nochmal mehr Licht machen. Ja, ja. Machen wir uns das Ganze mal jetzt komplett dunkel in der Nacht. Ich würde sagen, machen wir mal 22 Uhr. Oh, also auf jeden Fall sehr, sehr dunkel. Ich frage mich, ob wir... Tagscheinwerfer, Nachtscheinwerfer. Na gut, so richtig viel mehr sieht man jetzt auch nicht, ne? Gibt es noch andere Einstellungen eigentlich? Hecklichter, ne, brauchen wir nicht. Signallichter. Ne, lassen wir dann die Nachtscheinwerfer. Ja, so sieht das Ganze hier im Dunkeln aus, so komplett in Nacht. Ohne Führerstandsbeleuchtung. Und ich hier jetzt mit Führerstandsbeleuchtung. Ist der Zug beleuchtet? Nee, scheint irgendwie dunkel zu sein. Weiß ich nicht, ob man die Zuglichter vom Führerstand aus, Zugversorgung ist an, anmachen kann. Parkbremse an. Ja. Das geht vielleicht von den Wagen aus, das kann natürlich auch sein. Machen wir uns wieder ein bisschen das Ganze heller. Jetzt haben wir es ja in der Dunkelheit gesehen. Machen wir daraus wieder 20 Uhr. Ich
Ja, ne? Das ist das neue DLC. Midland Mainline. Das ist der HST. Damit wir den auch mal gesehen haben. Ja. Und ich drehe jetzt hier alleine noch ein paar Runden weiter. Schon 160 km/h. Was ist die Maximalgeschwindigkeit? Das steht da irgendwo, ne? 125 Meilen pro Stunde. Ich denke mal, das müssten 200 km/h sein. Ja. Aber wisst ihr was? Sollen wir mal zusammen versuchen, auf 200 km/h hochzukommen? Lass uns doch mal direkt auf 200 km/h hochgehen. Das wird jetzt ein bisschen dauern, denke ich mal. Aber wir sind halt eben schon in der maximalen Fahrstufe. Haben gerade 170 drauf. So, 175 km/h. Was wir auch machen können, ist uns im Beimannsitz hinsetzen. Ansonsten ist im Führerstand die Motorraumbeleuchtung noch bedienbar. Aber wir kommen doch gar nicht in den Motorraum rein. Aber interessant, dass es bedienbar ist. Das ist nicht bedienbar. Ja, ansonsten haben wir halt die Türen hier noch. Führerstandsbeleuchtung können wir hier an- und ausmachen. Ja, setzen wir uns wieder hin. Guck mal, wie schnell wir sind. 184. Ja. Ah, sieht das schön aus. Sieht das schön aus. 187. Und noch einmal vorbei am Bahnhof. Haben wir schon drauf. Ja, gleich die Maximalgeschwindigkeit erreicht. Das sehen wir auch hier übrigens an diesem roten, rot aufgemalten Streifen. Bisschen unscharfe Texturen, die hier leider verbaut sind. Das finde ich nicht so schön. Allerdings sind die Texturen wiederum komplett scharf. Also weiß ich nicht, warum hier die Instrumente etwas unscharfe Texturen haben. 196. Na, 198. Km/h sind erreicht. Dann würde ich sagen, testen wir noch eine Sache aus, weil mich das sehr interessiert. Wenn wir jetzt eine Notbremse machen und eine Schnellbremsung, wie schnell der runterkommt. Zack, einmal hier auf Max. Ich bin doof. Das ist der Fahrschalter. Den hier auf Max. Zack. Ups. So. Wir haben das Führerbremsventil betätigt, ungefähr als wir am Bahnhof vorbeigefahren sind. Also können wir ganz gut anhand hier des Hatz sehen, wie viele Meter wir eigentlich gefahren sind, bis wir anhalten. Boah, sind jetzt schon fast 1 Kilometer gefahren. Wobei das natürlich Luftlinie ist, ne? Wahnsinn!
Wir brauchen 1,2 Kilometer, um anzuhalten. Meine Güte. Gut, dann haben wir das auch mal gemacht. Einmal hier einmal alles ausgetestet. Dann bedanke ich mich fürs Zusehen und hoffe, dass wir uns beim nächsten Mal wieder dass ihr wieder beim nächsten Mal mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.